Mach jetzt hin, Junge. ABC-Störung. Chillig, Digga. Erstmal CL500 kaufen auf den ersten 100 Kilometern. ABC-Störung. Ich will das Auto gerade mehr kaufen, wie ich dachte, dass ich es kaufen kann. Ich glaube, ich habe gerade einen CL500 gekauft. Er hat Bauchschmerzen, ich habe Bauchschmerzen. So, wir treffen uns an der Tanke, ja? Ja. Schlüssel hast du. Ja. Ich wünsche dir was, ne? Vielen Dank. Ciao, ciao. Grüße gehen raus an den Verkäufer. Absolut coole Socke. So, jetzt habe ich nicht nur ein ABC-Problem, jetzt habe ich zwei ABC-Probleme. Und das eine ABC-Problem fährt da gerade hinten durch die Gegend. Sieht der krank aus, der Wagen. Kaufpreis unglaublich. Unglaublicher Kaufpreis. Wie wild sieht dieses Auto aus? 5,5 Schleifen. 5.500. Das Auto hat mich genauso viel gekostet, wie der, in dem wir hier gerade sitzen. Und was meint ihr, wie viel Arbeitszeit hier dran steckt? Ganz langsam auf die Tanke fahren. So am Zittern, ich bin so am Shaken, Freunde. Meine Babys! Meine Babys! Eine Sekunde habe ich die Karre. Erstes Mal tanken, werde ich direkt darauf angesprochen, was das für ein Auto ist. Der CL500 Don hat einmal wieder zugeschlagen. Schmacko Fazzo, Alter. Die Radschale knallt zu sehr. Wir müssen aufpassen. Kennst du dich aus? Aufpassen. Temperatur. Hörst du das hier? Das hörst du doch, oder? Das Lenkrad, ne? Ja. Wie geht das zu? Also. Ja, warum? Kannst du nicht schneller fahren? Also 100 ist schon Anstieg 120, dann hat's echt. Dann lass mich mal fahren. Weil wir müssen gucken, das geht hier so nicht, weißt du? Mach jetzt hin, Junge. Lass mal nächsten Parkplatz raus. Komm, weiter. Nächsten Parkplatz rausfahren. Okay. Ja? Ja. Problem ist, die Radhausschale ist nicht befestigt und die schleift gerade am Rad. Wir müssen jetzt die mal kurz befestigen. Aber wo und wie? Da kommt die Rettung. Ein Parkplatz. Das hier ist das Problem. Der muss hier festgemacht werden. Aber es war. Ich dachte, bei mir hat er kein Gas gemacht, weil du den Schlüssel bei dir hast. Aber er hat kein Gas angenommen. Ich bin ja den Berg hochgefahren und extrem langsam. Nicht nur, weil ich langsam fahren wollte wegen dem, sondern auch, weil er nicht schneller gefahren ist. Und dann hatte ich die ganze Zeit gleiche Gaspedalposition. Mhm. Auf einmal macht er Aufriss. Mhm. Das passiert jetzt schon wieder, nachdem wir es gekauft haben. Aber wir sind doch gerade Probefahrt. Ja, du bist nicht gefahren. Ja. Aber bei der Probefahrt war ja auch alles gut, ne? Da war alles gut. Gestern Name war gerade auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wenn Neustart oder sowas machen, weißt du? Wir fixen das jetzt erstmal da vorne und dann ein Problem nach dem anderen. Wir machen das jetzt hier, wir gehen das Ganze spannend an. Und nochmal. Hat er vorher auch nicht gemacht, oder? Nein, eben nicht. Nein, das hör mal. Achso. Irgendeine Umlenkrolle. Kaufvertrag durch. Karre durch. Hier ist er auch extrem kacke. Ach, das geht ja sogar noch. Ist der hier befestigt? Digga, das wird jetzt. Digga, mach's nicht so auffällig. Was? Mach's nicht so auffällig. Jede Polizei bummt sich, wenn sie ihn sehen. Das ist schlimm. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ziemlich überzeugt davon. Echt? Ich bin Panzerband-Fan. Das ist so, das ist stärker wie Panzerband. Das echt? Ist vom Bau, weißt du? Mhm. Wollen wir es mal probieren? Guten Tag meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir gucken heute, ob mein neu erworbener CL500, den ich eben gerade erst gekauft habe, der jetzt schon die nächsten drei Probleme macht,
ob wir mit dem 300 Kilometer jetzt nach Hause kommen. Das Rathaus hat gerade geschlissen. Das haben wir jetzt hier schon abgesichert. Hier drüben ist es auch nicht gerade fest, aber es hält erstmal. So. Und wir müssen jetzt damit nach Hause kommen. Das Ganze wollen wir jetzt hier in diesem Video machen. Er nimmt Gas an und es schlackert nichts mehr von der Rathausschale. Alles in Ordnung? Ja, macht er 1A. Okay, ganz komisch, ne? Ganz komisch. Gucken wir mal. Okay, ich fahr mich hinterher, ne? Du fährst mir hinterher. Fahr mal kurz. Mein Kollege ist das Auto gerade gefahren. Er meinte, 100 schlackert das Lenkrad extrem dolle. Ist ein bisschen mehr als er darf, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung erstmal fürs Erste. Es rollt auf jeden Fall schon mal besser, wie es gerade gerollt ist. Und er nimmt auch Gas an, er schaltet schön runter. Alles gut. Aber ich fahre jetzt nicht schnell, ne? Ich fahre gerade 120 bei 2000 Umdrehungen. Und es ist schon echt gut unangenehm laut hier in dem Auto. So, Freunde, mal gucken, wie schnell wir hier fahren können. Soll ich mal probieren, schneller wie 120 zu fahren? Jetzt, er nimmt kein Gas mehr an. Er nimmt kein Gas an. Nur komisch, nur komisch, sehr komisch. Das ist bloß kein mechanisches Motorproblem sein. Und es ruckelt alles. Das hatten wir gerade nicht. Direkt den Kauf bereuen. Moin. Hört ihr das? Gerade nicht passiert auf der Probe fahren. Habe ich gemacht, wie ich wollte, Gas gegeben. Hat dann mitgemacht. Sehr viel Vibration, sehr, sehr viel Vibration im Vorderwagen. Hört ihr das? Gleiche Pedalposition auf. Einmal gibt Gas. Ich halte euch auf den Laufen, Freunde. Auf jeden Fall funktioniert hier gerade was nicht. Das war bei Profahrt nicht so. Scheiße. Ah, Freunde, ich bin doch ganz glücklich. 5.500 Euro habe ich für das Auto bezahlt. Und wenn man diesen kleinen Knopf hier hinten drückt, boom, haben wir eine Nachtsicht am Start. Boom, Digga. Boom, Motor läuft nicht, scheißegal. Ich kann wenigstens Nachtsicht gucken. Checker. Schon ein bisschen Kopffick, den ich hier gerade mache, ne? Warum habe ich denn dieses Auto jetzt gekauft, sag mal? Emotion, pure Emotion. Super, super enorm perplex, als ob ich dieses Auto jetzt gerade gekauft habe. Chillig, Digga. Einfach mal machen, ne, Freunde? Einfach mal machen. Ah! Licht haben wir absolut gar keins. Ich habe richtig Schiss, dass es dunkel wird, aber vielleicht schicken wir dann den 215er vor. Könnt ihr das, den Lichtkegel da vorne erkennen? Also wirklich, Licht komplett. Der Elbtunnel und ne CL500. Vorbei, Digga, vorbei. Wer ist der CL500 dort, wa? Sagen werde, war ein guter Kauf. Hier die fetten, die ganz, ganz dicken Schiffe. Warum hole ich die ganze Zeit nur Autos aus Hamburg? Und dann hier der 500er. Junge. Wilden. We going lit tonight. Also, das ist geil. Hamburg, CL500. 500 da, gute Diesel, ganz, ganz wild. Mein Kopf explodiert schon gleich wieder fast von was heute passiert ist, was gerade passiert. Schon sehr, sehr verrückt, dass ich da schon wieder am Maken bin, Alter. Einfach am Machen.
verbraucht, oder? Jetzt ist was ganz Schlimmes passiert. Junge, ABC-Fehlercode im 216er CL500. Euer Ernst, Freunde? ABC-Störung. Chillig, Digga. Erstmal CL500 kaufen auf den ersten 100 Kilometern. ABC-Störung. Ganz langsam auf die Tanke fahren. Sie sieht meinen Autoschlüssel und sie fängt an zu blasen. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. So weit, so gut, wa? Ah. CL63? Digga! Was ist hier passiert heute Abend schon wieder? Was ist hier schon wieder motherfucking happening? Ganz langsam auf die Tanke fahren. So, hau den einmal voll, ich hau meinen voll. Das mach ich aus, ne? Ja, dann haben wir direkt 300 Euro Tankrechnung, aber Shell für 1,40, das ist in diesen Tagen zurzeit gut. Der Sack ist jetzt gerade umgesprungen auf 1,43. Wir machen jetzt beide CLs voll und das ist der ultimative Check, wie teuer so eine Tanke ist mit zwei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da verabschiedet sich gerade die Heckstoßstange. Hallo! Die vier? Und die zwei bitte! Und die zwei? Und die zwei! Die eins auch noch? Nee, die bitte nicht! Okay. Erstmal nicht mitnehmen? Ja, bitte! Denn schon, denn schon, ne? Ja, ne? Alles klar, ciao! Danke, schönen Abend, ciao, ciao! Ebenso! 173 Euro! 100 verschissene 73 Tacken! Ah, wieder im 215er. Ich weiß gar nicht, was mir lieber ist. Also 215 ist schon cool, ne? Zumal muss der Kollege jetzt hinter mir schön ohne Radio und mit einem fetten, lauten Auspuff hier über die Landstraße brettern. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen. Alles wackelt, vibriert. Jetzt bin ich eigentlich ganz froh, in meinem 215er zu sein. Läuft alles ruhig, bisschen Mucke ballern. Ganz dezent aber nur, weil Kopf dröhnt schon von der Abgasanlage da hinten. Gute Hälfte haben wir jetzt gemacht. Yo, er hat auf jeden Fall die Musik gefühlt, Alter. Es läuft gut. Ich melde mich hoffentlich, wenn wir daheim ankommen, weil alles läuft. Kommen wir mal in eine andere Ecke von Wolfsburg rein. Aber das Wolfsburger Ortsschild ist gehittet worden. Und somit ist das der vierte CL, den ich hier in die Hood mitbringe. Der vierte CL und der erste, der auf eigenen Rädern herfährt, auf eigener Achse herkommt. Jetzt nur noch einen C140 kaufen und dann habe ich das CL-Game durchgespielt, würde ich sagen. Hier im 215er mit offenem Schiebedach, das hat sich einfach mal gerade selber repariert. Und jetzt kommen wir hier runtergefahren. Freue ich mich gleich wieder mit dem 216er zu fahren. Ein bisschen Soundballern. Ja, ich weiß, ich habe vorhin rumgeheult und so, aber Bock macht's trotzdem. Geile Teil, Freunde. Geile Teil. Wir sind gleich daheim. Dann parken wir aber den CL hier ein bisschen zwei Blocks weiter von unserer Wohnung. Ich fahre den Kollegen nach Hause und dann hole ich mal Carina raus, um sie zu überraschen, dass ich Auto doch gekauft habe. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich, Carina eine riesen Überraschung zu machen, dass sie doch ihre fette Karre haben kann. Ihren Traumwagen. Oh, ist grün. Meinst du, die Batterie ist jetzt gut geladen? Ja, doch. Bam, Digga, sofort da, der Kollege. Was war das gerade? Die Frontschürze? Weiß ich nicht. Guck mal nach. Oder der Radkasten. Ach so, vielleicht aber auch der nur. Aha. Könnt ihr was erkennen, Freunde? Also, das Stück hat sich jetzt hier komplett verabschiedet. Aber besser ist das auch, dann geht uns das nicht auf den Sack. Hast du mitbekommen? Das war's gerade, ne? Naja, ein Viertel Radhausschale ist jetzt komplett ab, weißt du? Gut, ja. Das ist nur noch am Kleber gehalten. Digga, du kannst hier nicht so durch die
Stadt fahren. Nee. Digga, kannst du nicht. Du kannst nicht. Geht nicht. So, meine Freunde, ich habe jetzt meinen Kollegen weggebracht. Wir sind jetzt hier gerade schon mal mit dem C216 Straight Pipe durch die Stadt gebrettert. Das Auto ist zu laut. Das kannst du nicht machen. Das Auto ist auch viel zu wild hier für Wolfsburg. Ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt. Ich hoffe, das ist ganz cool, wie ich das hier so mache. Mit drei geteilten Videos. Und zwar habe ich ja schon öfters erwähnt in den Videos, dass das Auto hier für Carina grundsätzlich eigentlich sein soll. Und ich habe jetzt meinen Kollegen nach Hause gebracht. Es ist jetzt schon spät am Abend. Und würde jetzt nach Hause fahren zu Carina, die eigentlich zu Hause sein sollte. Und werde sie überraschen, dass ich das Auto doch gekauft habe, weil ich ihr eine Audio gemacht habe, dass ich das Auto nicht gekauft habe. Und ich hoffe, sie freut sich. Wir gucken mal, wie wir das Ganze filmen, wie ich sie rausbekomme, weil sie locker schon, oder sie pennt schon, aber eigentlich nicht. Locker, sie ist schon noch unangezogen oder schon bedready. Gucken wir mal, wie ich die Kleine rausbekomme. Und dann dreht sie gleich nochmal eine Runde und dann bin ich mal gespannt auf ihre Reaktion, was sie zu ihrem neuen 380 PS Straight Pipe Boliden sagen wird. Ach so, das ist aber, entschuldige, habe ich das jetzt gerade falsch rübergebracht? Ich würde jetzt das Video hier beenden. Der CL ist erfolgreich in Wolfsburg angekommen. Mängel, ja, alles quietsch macht, aber er fährt und er rollt und er hat TÜV, vor allem, dass man ihn anmelden kann. Und dann würde ich das Video hier beenden und jetzt hier ein neues Video anfangen, was ihr dann in ein, zwei Tagen seht. Mit dem YouTube-Titel Freundin überrascht mit ihrem CL500. Das Ding ist so laut. Ich mache jetzt nochmal mit dem Ampel-Kickdown, würde ich mich verabschieden hier aus diesem Video. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der C216, auch wenn er ein bisschen in die Fritten ist. Mir gefällt er auf jeden Fall. Der Sound gefällt mir extrem. Liked das Video doch gerne, falls es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr von diesem Auto sehen wollt. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Checkt das nächste Video aus. Checkt das letzte Video aus. Haut rein. Ciao.